Dave Goldman, wir werden heute 36 Stunden auf einem Baum schlafen. Und Tour Day TV. Hi. Du wirst Kameramann für unten sein für diese Zeit. Sehr gerne. Zumindest für die Zeit, wenn du kannst. Es ist wunderschön, ich freue mich, dass ihr mich sehen dürft. Meine Lippen sind sehr trocken. Wir werden heute auf genau diesem Baum hier schlafen. Also die ganzen nächsten 36 Stunden werden wir von diesem Baum nicht runterkommen. Wir haben ganz, ganz lange dafür gebraucht, um genau diesen Baum hier zu finden. Das hat richtig viele Stunden gekostet und es ist mittlerweile schon abends geworden. Ich wollte eigentlich die Aufnahme tagsüber beginnen, aber es ist schon abends geworden. Und genau hier werden wir die nächsten 36 Stunden verbringen. Wir müssen unbedingt die ganzen 36 Stunden auf dem Baum verweilen. Außer es gibt eine Regel, und zwar wenn man wirklich groß muss, dann darf man einmal kurz runter, also wenn man wirklich dringend muss. Und wenn jetzt zum Beispiel die Kamera aus der Hand fällt oder irgendwie Kamera-Equipment, genau, dann darf man auch kurz vom Baum runter und die Kamera-Equipment hochholen, weil sonst können wir ja gar nicht filmen. Und hier vorne sind zwei Aldi-Tüten. Das hier, das ist die Aldi-Tüte von Herrn Goldman und das ist meine Aldi-Tüte. Und wir durften bis randvoll einpacken, was wir mitnehmen für genau das hier. Und wir wissen doch gar nicht, was bei uns drin ist. Tatsächlich, wir haben noch nicht drüber gesprochen. Ja, genau. Und deswegen fang du an, auszupacken, was bei dir drin ist, in deiner Aldi-Tüte. Also das gehört eigentlich nicht dazu. Das brauche ich nur, um meine wichtigen Mails zu checken. Ich habe Dinkelbrötchen, 5 an der Zahl. Ich finde Leute, die an der Zahl sagen, höchst unsympathisch. Dann habe ich einen Schal, den man wahlweise als alles Mögliche benutzen kann. Schal, Hut, Kissen, Arsch abwischen, vielleicht um ein kleines Zelt zu bauen gegen Mücken. Wer weiß, es ist einfach ein Schal für alles. Dann natürlich eine Flasche Wasser, denn ohne Wasser, ohne mich. Zahnbürste, um sein Maul zu waschen. Dann ein Schlafsack, der ist von damals, aus dem Wohnwagen noch. Naturin, du hast doch genau den gleichen noch nicht. Du hast doch auch diesen hier. Den hatte ich damals in der Fanpost. Ja, wir haben genau den gleichen. Ich der war damals. Auch den. Echt? Ja. Den hatte ich damals in der Fanpost. Dann habe ich meinen Göffel aus Portugal. Ja. Ich habe eine. Analkugeln. Ich habe Analkugeln. Aber eine ganz lange, weil wir sind zu zweit. Das ist dual. Ich habe einen ganzen Haufen Spanngurte. Ich mache einen auf Spider-Man. Ich werde mir ein Spinnennetz basteln und mich da so reinhängen. Quasi, ich werde das durch die ganzen Baumäste machen. Hier, das sind bestimmt 5 Stück oder so. Und da werde ich mir ein Spinnennetz basteln. Falls es regnet, ein Regenschirm. Den kann man in den Baum reinhängen, so. Ich zeige ganz kurz. Frisch gekauft. Der ist aber ganz schön. Heute. Oh nee, der ist ganz schön klein. Den kann man hier so reinmachen. Dazu gibt es noch so blaue Säcke, die man wahlweise als. Weg. Oh nee! Ja, das geht noch. So wahlweise als Regenjacke, was auch immer. Und dann dachte ich, vielleicht kannst du hier ein bisschen in den Baum kleben als Wände. Das sind Wände. Mit Klebeband, Wände. Eine Klingel. Ich dachte erst, dass wir gegeneinander kämpfen. Und hiermit wollte ich dich vom Baum treiben. Ein paar Nüsse, denn Nüsse stärken. Dicke Socken für dicke Menschen. Ein Buch, weil ich super schlau bin. Liest du noch auf? Hermann Hesse, der Steppenwolf. Sahnehering und ach so, genau. Ich muss mir noch die Haare schneiden. Jo, wahrscheinlich, oder? Ja, ich muss hier noch. Ist kein Witz, ich bin. Das hättest du vorher noch machen können. Nee, ich habe morgen Zeit, da werde ich mir hier so extra aufgeladen noch ein bisschen Nacken ausrasieren. Maultaschen, denn mein Maul ist riesig. Ja, und der Rest ist sehr flüssig, den kann ich dir so zeigen. Also die Hälfte der Tüte besteht eigentlich aus Sangria. Damit du besoffen vom Baum fällst. Ja, ich hoffe es doch. Aber dafür habe ich ja auch diese Bänder. Die werde ich ganz so um mich herum tun, dass ich da oben drin hängen bleibe. Das ist mein Equipment. Ach nee, eins habe ich noch. Weil meine Lippen sehr trocken sind. Ja. Bisschen Pflege muss sein. Ja, das ist mein Spider-Man. Aldi-Sack. So, ich werde jetzt meine Aldi-Tüte zeigen, was ich drin habe. Und zwar einmal diesen Schlafsack, das ist ein Winterschlafsack. Dann einmal ein Zeller Bier,
ein einzelnes, weil mir hat da nicht reingepasst. Und weil wir sind gerade in Landkreis Celle. Ein halbtrockener Wein, damit ich vom Baum falle. Ein lieblicher Baum. Ein lieblicher Wein, damit ich auch vielleicht vom, also noch besser vom Baum falle. Und hier vorne ist auch ein weiterer halbtrockener Wein. Genau, damit ich dreimal vom Baum fallen könnte. Eine Flasche normales stilles Wasser. Noch eine Flasche stilles Wasser. Also das ist Leitungswasser. Kein gekauftes Wasser, sondern Leitungswasser. Dann habe ich zum Essen hier Brot. Dann hier so einen Käsemix. Also zum Draufschmieren auf dem Brot. Drei Zwiebeln, eine Tüte Snickers, Salami-Sticks, damit ich vielleicht zwischendurch scheißen gehen muss. Dann hier ein Schweizer Taschenmesser, also Natururin-Schweizer Taschenmesser, genau. Den benutze ich zum Schmieren für die Brote. Dann habe ich hier so einen kleinen Teller, damit ich da drauf Brot schmieren kann. Dann habe ich hier diese Unterlegplane, damit, wenn ich das geschafft habe, oben auf dem Baum ein Bett zu bauen, dass ich mich da drauf legen kann. Und wie ich das Gerüst baue, das zeige ich euch jetzt. Und zwar, ich habe hier ein Spanngurt, so ein 5 Meter Spanngurt. Aber weil ich gedacht habe, dass das vielleicht zu kurz sein könnte, habe ich hier noch einen zweiten dabei. Also 10 Meter Spanngurt. Falls das nicht reicht, habe ich hier diesen urinfarbigen Paracord. Der wird so richtig benutzt. Heute und morgen und die nächsten 36 Stunden, glaube ich. Und? Als zu guter Letzt, ich habe zwar einen Tarp mitgenommen, aber als ich die ganzen Flaschen da reingepackt habe, dann hat das gar nicht reingepasst. Und deswegen habe ich hier Schwerlastmülltüten genommen. Das sind genau dieselben Mülltüten, wo ich schon mal drin geschlafen habe, wo ich 5 Kilometer exakt in einer Linie gelaufen bin. Genau, diese Mülltüten sind das. Das heißt, wenn Regen kommt, dann werde ich die hier über mich aufspannen. Das wird richtig geil sein. Ich weiß zwar nicht, wie ich das machen soll, aber genau, ich pack das über mich rüber, über meinen Kopf oder so. Und über meine Füße und liegt dann so rum. Genau, so mache ich das. Und ansonsten ist die Tüte, die Aldi-Tüte leer. Das war meine Aldi-Tüte gewesen. Der hier, der ist extra. Da hier vorne ist Kamera-Equipment, sowie das hier und Speicherkarten und Erste-Hilfe-Sachen drin. Genau. Zeig nochmal Bizeps. Ja, ist ein bisschen fett geworden. Hier, Bro. Ja, gut, gut, gut. Also, bei Thema Klamotten haben wir keine direkte Regelung gemacht. Was hast du an? Ich habe einen Snoop Dogg Helm auf. Ich habe eine Regen-Wohlfühljacke, ein geschenktes T-Shirt, Badehose, falls ich in den Genuss komme, baden gehen zu dürfen. Ein Schlibber in Rot, glaube ich. Dicke Socken zum Wohlfühl und natürlich die guten alten Latschen. Von unten nach oben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Klamottenteile. Was hast du dabei, Herr Naturin? Also, ich habe meine Mütze, natürlich meine Kopflampe auch, damit ich das alles beleuchten kann. Das hier, das ist ein Pullover, ein wärmender Pullover, dann ein Billigpullover und noch ein Billigpullover. Und das hier, das ist ein, hier, wie heißt das Ding, Muskulaturshirt. Dann ein Gürtel, natürlich eine Boxershorts, diese kurze Hose, ganz normale Socken und meine normalen Straßenschuhe. So, wir haben jetzt Freitag, 6. Oktober, 22 Uhr, also Aufnahmedatum. Und wir werden jetzt bis Sonntag, 10 Uhr morgens. Genau, das sind dann gleich 36 Stunden, werden wir hier auf diesem Baum hier verweilen. Das heißt, jetzt Herausforderung Start kommt. Die beiden machen jetzt Stick, Schnack, Schnuck, wer als erstes raufgeht. Drei Runden. Ja. Na, Herr Naturin, 36 Stunden im Baum, ich freue mich. Ja. Das wird super. Ja. Los geht's, Schnick, Schnack, Schnuck. Wer Schnick, geht als erstes schnack, rauf? Schnuck. Ah, weggeschnitten. Schnick, Schnack, Schnuck. Schnick, Schnack, Schnuck. Eieiei. Schnick, Schnack, Schnuck. Oh. Schnick, Schnack, Schnuck. Dreimal weggeschnitten. Das gibt's doch nicht. Er ist der Winner. Dreimal weggeschnitten. Er ist der Schneider. Krass, dreimal weggeschnitten. Er kann sich natürlich jetzt auswählen, wo er pennt. Was klebt denn da eigentlich? Achso, ich dachte, das wäre so ein Tier, irgendwie so ein Insekt. Das ist ein Tier, das ist ein Pferd. Und jetzt beginnt der Vorgang. Jetzt darf er nicht mehr runter. Die 36 Stunden beginnen für Natururin.
Jetzt gibt es kein Zurück mehr, außer er muss scheißen. Er klettert wie ein Lemur, elegant, erstklassig, vorbildlich. Und das ist der Vorteil, wenn du als erstes raufgehen kannst. Du kannst dir dein Paradies da so einrichten, wie du willst. Und dem anderen die Plätze klauen. Jawohl. Der Adilettenmann übergibt die Aldi-Typen. Das passt. Stimmt in den Kommentaren ab, welcher Name ist besser, Natururin oder Analadventure? Natururin, kleines Statement, wie fühlst du dich? Soweit gut. Fühlst du dich wie eine Raupe, die sich als Schmetterling entfalten wird, morgen früh aus ihrem Baum heraus? Ich finde, das ist ein chilliger Platz, aber ich habe die Sorge, dass immer wieder was runterfallen kann. So, du baust schon? Ja komm, dann machen wir jetzt die nächste. Ey, das war drauf, der Schuss war drauf, Mann. Geil. Ja, Mann. Lebst du? Ja. Beim nächsten Schuss falle ich vom Baum. Wir wissen, dass wir hier im Jagdgebiet sind. Wir sind im Jagdgebiet. So, darauf, dass ich jetzt drauf bin, werde ich jetzt dieses eine Zeller Bier, was ich dabei habe, aufmachen. Und das hier drauf genießen, bevor ich dann mit dem Aufbau beginne. So, geprost. Herr Goldmann, du bist jetzt dran hochzukommen. Hallo, bin schon da. Oh. Ich denke, ich werde hier in diese Richtung gehen, weil hier habe ich auch eine Baumtasche nennt man das ja im Fachkreis, gesehen. Da muss man sich nur hier einmal rumdrehen. Hier bin ich dann. Hier mache ich mein Bett, glaube ich, rein. Ja? Na, vielleicht. Wenn du da bist, liege ich hier. Schau. Das ist wie ein Klo. Ah, hier ist perfekt. Warte. Ist hier ein Baum? Ist hier gar nichts mehr. Findest du es gut? Es ist auf jeden Fall so, dass ich nicht runterfalle. Muss noch ein bisschen verbessert werden. Aber ja. Ich finde diesen Baum wie eine große Hand, die mich trägt. Doch, das ist gut. Aber vorerst sitze ich so. Ich finde 36 Stunden zu wenig. Wir sollten ein Jahr hier wohnen. Ich bin gespannt drauf, ob es zwischendurch stürmt und regnet. Wo du es gerade sagst, wo ist mein... ich brauche noch eine Regenschirmhalterung. Ja. Ich glaube hier, wenn ich mich hier so reinlege, dann würde man eigentlich nicht runterfallen. Und hier mache ich jetzt mal ein Spinnennetz drumherum. Das ist aber besser als jede Außensicherungszelle. Natururin! Wie ist dein Bett da unten? Ja, also hier ist der Platz für die Tasche. Also für die Aldi-Beutel. Aldi-Tüte heißt das, genau. Aldi-Tüten sind richtig geil, deswegen haben wir die gewählt. Und hier kann man sich den ganzen Tag hier draufsetzen. Ich habe hier so eine Fußhalterung, hier unten als Ast, genau hier. Hier kann ich mich mit den Füßen abstützen, ich kann mich hier draufsetzen. Und ich glaube, ich werde mein Bett von hier nach hier irgendwie so abspannen. So, dass ich bin gespannt. Ich Richtung da lang irgendwie hinlege. Ich muss mal gucken, wie ich das mache. Also ich weiß schon, wie ich das mache, aber ich habe es noch nie gemacht, deswegen ist das mein erstes Mal. Ich bin sehr gespannt drauf, ob das klappt. Ich muss scheißen. So, mein Bruder TourDateTV gibt, ihr könnt ihm auch mal folgen. Auf jeden Fall. Er gibt auf jeden Fall Herrn Goldmann seine Aldi-Tüte, damit er seine Sachen da hat. Ich habe so gar keinen Plan, wo ich diesen riesen fetten Sack hin tun soll. Und die Tüte habe ich auch noch keine Ahnung, wohin damit. Also ein Henkel bei mir ist gerissen. Naja. Nutz irgendwie diese Pflanze. Ich glaube, eins, zwei... Ich grinse erstmal hier rein. Hier so. Ich so ein Tor, sie sieht voll geschissen aus von mir. Von mir? Als wäre so eine Luftblase drin. Ist aber nicht voll geschissen, da rieche ich ruhig dran. Aber guck mal, ich krieg's einfach hier hin. Wenn alles runterfällt, habe ich halt verkackt. Was soll ich machen? Deswegen habe ich auch mal einen Schlafsack hier schon mal rumgehangen, damit das nicht so schnell verloren geht, falls die ganze Tüte runterfallen sollte. Ich bin schon im Baum. So, jetzt muss ich mal gucken. Ihr könnt es kaum glauben. Na, guck mal. Jawohl.
Ich hoffe, das fällt alles runter, dass es richtig dumm wird. Dass ich wie ein Idiot hier sitze. Der Goldmann hat hier die Lichterkette angebaut, damit das hier leuchtet. Und ich brauche ein Dach, Alter. Falls es regnet. Wie sieht das aus von unten? Hier sieht man den Adilettenmann, Goldmann. Hier entsteht noch so ein richtiger Konkurrenzkampf, wie beim Pfahlsitzen. Fehlt nur noch, dass hier Leute kommen mit den Wasserpistolen und euch nass machen. Hallo! Alter, der hat geknallt. Das ist unfair. Alter, habt ihr denn hier Hall gehört? Dahinter hat das noch richtig geil. Der Jäger hat das locker gehört. Der knallt nochmal gleich. Genau wie bei der Turin in der Hose knallt es auch gleich nochmal. Okay, aber nochmal zur Lichterkette. Die sieht man jetzt gar nicht so krass von hier. Also man sieht sie, aber es wirkt einfach nicht so krass. Es wirkt so romantisch, so richtig geil eingerichtet. So. Na, geh mal kurz her. Also man sieht sie, aber es wirkt einfach nicht so. Ich komme da nicht dran, Alter. Das ist zu weit weg. Warte, ich komm hier rum. Ich komm durch die Küche, durch den Anbau. Boah, die ganze Scheiße fällt in meine Augen rein. Diese Gacke von dem Baum. Gewehr! 1, 2, 3, ja! Also wenn ich jetzt hier oben chill, hier ist so der Tüterich. Hier habe ich so einen kleinen Anbauschrank. Dann habe ich hier so die Lichterkette und hier den Regenschirm. Da unten ist die Furzmaschine. Hallo, Naturin! Guten Abend, der Nachbar. Jetzt kannst du mal zeigen, wie es aussieht, wenn ich unten stehen würde. Boah, du bist voll weit weg. Wie das halt wirkt. Also boah. Man muss sagen, wir haben ein bisschen gefilmt bei der Turin, wie hoch das ist. Goldmann ist aber viel höher. Boah, jetzt fällt das wieder ins andere. Entschuldigung, aber hier ist die Cam, Alter. Weil Goldmann, der ist noch höher. Der ist ein paar Stämme höher. Das heißt, da könnte man schon von 3 Metern reden. Wenn der dann runterfällt, ist scheiße. Aber die Lichterkette sieht richtig geil aus von hier. Auf der Kamera aber nicht, aber es sieht so geil aus, wirklich. Nicht, der könnte den Baum hängen. Und da beginnt auch schon das erste Event. Goldmann muss pissen. Und jetzt geht's auch schon gleich an den Stall. Oh, da darf sich den Boden nicht berühren. Das war richtig knapp. Das war knapp. Fast wäre er ausgeschieden. Die Challenge wäre fast vorbei gewesen für Dave Goldmann. Der Baum war ganz schön rutschig. Ich bin da weiter gepinkelt und ich habe das die ganze Nacht gerochen. Stimmt, den ganzen Urin muss dann ja auch riechen. Ja, ja. Und es ist so windig, das fliegt so voll hoch, dieser Geruch. Scheiße! Nee, weißt du was? Ich spare noch. Du musst irgendwann pissen. Also mach's einfach jetzt. Es ist doch mehr Challenge, wenn du Urin noch einatmen musst. Das ist doch viel geiler. Weißt du, das noch geiler? Naturin bekommt eine ganz neue Bedeutung. Die Natur pennen und Urin einatmen. Jetzt sieht man die Lichterkette auch krasser jetzt. Oh, 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 Spanngurt! Spanngurt löst sich. Goldmann überlegt sich eine Technik fürs Pinkeln. Dass das jemals zustande kommen würde, wer hätte das gedacht? Dass man sich noch eine Strategie fürs Pinkeln ausdenken muss. Ich fühle mich wie ein Kapitän tatsächlich jetzt gerade hier. Ich werde die ganze Zeit anteasern, dass ich pinkeln gehe, aber ich werde nicht einmal pinkeln. Doch, du musst in 36 Stunden musst du mal pissen, Mann. Du musst pissen. Wir wollen das sehen, wie du das anstellst und wie ich anpisst. Weil dieser Wind, der fliegt hier so richtig rum. Guck mal, wie die Pflanzen sich hier hin und her bewegen. Es ist eigentlich voll lasch. Hier seht ihr das richtig krass. Wie die hier rumflattern. Hier ist richtig windig. Wenn er pisst, dann kann es sein, dass er sich selber anpisst. Oder die Pisse fliegt der Turin ins Gesicht, wenn die Windrichtung nicht richtig stimmt. Und deswegen ist das so spannend, diese Challenge. Wer pisst wen an? Wer ist der wahre Pisser? 36 Stunden Pissnelken-Wettbewerb. Dieser Baum wird zum Pissoir. Natururin wird Natururin fabrizieren. Er wird es ausstoßen, ein Urinalverfahren durchführen. Wie geil er grinst beim Pissen. Ist das nicht Weltklasse? Würde die Leuchte nicht sein Gesicht verblenden? Es ist so geil, wie selbstbewusst er beim Pinkeln aussieht. Ich geh mal näher ran. Ich hoffe, dass der Urin nicht wegen dem Wind gegen mich fliegt. Das tut er tatsächlich. Der fliegt mir ins Gesicht, der Urin. Ohne Scheiß jetzt. Boah. Ich bin natururiniert. Ich bin der erste von uns beiden, der aus dem Baum Urin gemacht hat. Das war sehr entspannt. Ja. Ich habe den Urin echt ein bisschen abbekommen. Das hat wunderbar geklappt. Das war erfolgreich. Ich habe meinen Bruder angepinkelt. Wegen Wind. Also ohne extra. Das hat der Wind gemacht. So, ich werde jetzt meinen Spanngurt nehmen. Also das ist einer von zwei. Den werde ich jetzt auf dem Baum hier anspannen. So, ich habe jetzt gerade diesen Spanngurt hier dran gemacht, also diesen ersten. Und ich bin total enttäuscht davon, weil ich habe mich total verschätzt. Ich dachte, ich könnte das hier so wunderschön hier so rumwickeln um diese Bäume und mich da drauflegen.
aber das hat nur für einen so einen Teil hier gereicht. Das ist voll scheiße, jetzt habe ich hier so ein Loch. Aber gut, dass ich diesen urinfarbigen Paracord dabei habe. Den werde ich jetzt gleich hier rumspannen. Das wird so richtig geil sein. Ich hoffe, dass der lang genug ist, dass ich mich da so reinlegen kann. Und guck mal, wir haben jetzt 23.12 Uhr. Das heißt, die erste Stunde haben wir geschafft. Von den 36 Stunden. Noch 35 Stunden, dann haben wir es geschafft. Ich bin ein Baum-Survivaler. Hier. Und ich spiele gleichzeitig Bass. Bum, 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 bum. Ich muss schon wieder pinkeln. Gut, dass ich mir den Regendach hier oben abgebaut habe. Und hier, guck mal, hier vorne ist mein Spaghetti und darauf werde ich mich drauflegen. Ich werde mal eine Unterlegplane drauf machen und genau, und dann geht das, glaube ich. Oder ich weiß nicht, aber ich probiere das aus. So, guck mal, ich habe hier dieses Spaghetti hier aufgebaut mit den urinfarbigen Seilen. Und das war voll scheiße gewesen, das weil das war so verknotet gewesen. Und das war so ein richtiger Klumpen und das hat richtig lange gedauert, um das irgendwie auseinander zu fädeln. Und ich habe genau das hier jetzt gebaut. Und ich werde jetzt meine Unterlegplane hier drauflegen. Ja genau, und ich werde mich jetzt hier drauflegen. Ich brauche mehr Seil. Ich brauche viel mehr Seil, damit ich mich komplett drauflegen kann. Aber so ist schon ein guter Anfang auf jeden Fall. Scheiße. So, ich versuche mal jetzt schräg drauf zu liegen. Mal sehen, wie das ist. Und ob mich genau dieser urinfarbige Band hier hält. Das ist entspannt. Wie so eine Art Hängematte. Du bist ein Spinner in einem Spinnernetz. So ungefähr könnte ich mich hier so liegen bleiben. So irgendwie rumliegen. Genau. Ich glaube, das war eine gute Idee gewesen. Jetzt muss ich gleich das Dach aufbauen. Das wird gleich so richtig anstrengend sein. Ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. Ich muss mal eine Mülltüten dafür nehmen. Aus Mülltüten muss ich ein Dach bauen. Weil es sollte in dieser Zeit eine hohe Regenwahrscheinlichkeit geben. Irgendwie 80% oder so. Das heißt, es sollte ja regnen. Das ist voll scheiße. Ich muss ein Dach aufbauen. Das wird richtig anstrengend sein, so ein Dach aufzubauen, glaube ich. So, ich werde jetzt das Dach machen. Mit diesen Müllsäcken. Das wird so richtig geil sein, diesen Dach mal zu machen. Ich weiß zwar nicht, wie ich das machen soll, weil hier oben irgendwie gar kein Ast oder so ist. Aber ich versuche das von hier vorne nach da irgendwie zu machen. Scheiße, ich hätte das nicht abreißen sollen. Versifft. Herr Goldmann? Ja? Ich habe einer der wichtigsten Dinge vergessen mit einzupacken, und zwar das Panzertape. Oder ich beziehungsweise Universalband, genau, damit ich meinen Schlafplatz hier richten kann mit den Mülltüten hier, dass ich die Mülltüten hier verkleben kann. Und genau, ich wollte dich nach diesem Tape fragen. Natürlich. Ich werde diesen hier so richtig benutzen und das hier zusammen machen. Wenn du was brauchst, dann sag mir auch Bescheid, falls ich was haben sollte, was du nicht hast. Ich brauche deine Gelassenheit. Kannst du mir davon was abgeben? Ja. Ich weiß nicht wie, aber ja. Wir haben jetzt 0:45.
10 Uhr haben wir angefangen. Das heißt, fast 3 Stunden haben wir jetzt hier durch. Ich fühle mich auch so wie so ein Anfänger an. Du hast hier vorne das hier gemacht. Was ist das? Das ist eine Band. Guck mal, warte mal, wenn ich mich hier reinfläts, Alter, sagt man ja so auf Deutsch. Ja. Ich habe mir hier so eine kleine Arschkuhle gebaut. Jetzt kann ich mich hier so überall reinstützen. Krieg von hinten auf jeden Fall schon mal nichts in den Nacken rein, Alter. Das ist mein Thron, Alter. Guck. Ich erthrone hier. Das sieht chillig aus. Und guck mal hier mit der. Ich habe hier sogar Licht am Kopf. Ich werde jetzt mit dem Kleber, also mit dem Tape, das hier auf das jetzt verkleben, damit ich hier so ein kleines Dach habe. Für meinen Schlafplatz, genau. Ich finde das langweilig. Es muss stark Regen kommen. Ich hoffe, dass der Ast unter mir jetzt abbricht, während du filmst. Es muss so ein richtiger Starkregen kommen mit Blitzen richtig und sowas. Mit Blitzen. Auf jeden Fall. 1 Uhr, ihr seid jetzt 3 Stunden auf dem Baum. Ich finde Bäume sexy. Ich hätte gerne ein Astloch, während du schläfst. Ich finde es komisch, dass du wegfährst. Das macht gar keinen Sinn. Und er fährt gar nicht, er fährt nur zum nächsten Baum und schläft da. Wo ist denn deine Aldi-Tüte eigentlich? Über dir. Ach da! Da, ui. Aber erst noch. Weil das wird noch nicht richtig dahin. Ja. Also meine alte Tüte, die liegt da unten. Hier also auf diesem Baum drauf. Du hast das Bett, aber meins ist halt echt wie so eine SM-Schaukel hier. So, guck mal, ganz Bänder, Plastik, so ein bisschen dezentes Licht. Hier ist eigentlich eher so eine Sexkammer. So, mein Bruder haut ab für heute. Also der Kameramann. Ciao. Er kommt morgen wieder und hält wieder meine Kamera. Ich bin sehr gespannt, wie ihr hier schlafen werdet auf dem Baum. Das wird schon gehen. Na gut. Wir sehen uns morgen. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Vielen Dank. Und gute ich hoffe, Fahrt. Dass euch der Jäger hier danke ebenfalls. Erwischt. Ich muss schon wieder pinkeln. So, ich habe hier meine Mülltüten hier zusammengeklebt. Vielen Dank für das Tape. Das war so richtig geil gewesen. Sehr das gerne. Habe ich so richtig vergessen gehabt, das mitzunehmen. Und genau deswegen habe ich das hier zusammengetaped. Wenn du Hilfe brauchst, dann sag mir Bescheid. Sehr gerne. Genau, das habe ich jetzt zusammengeklebt, diese Mülltüten. Und das ist mein Schlafplatz jetzt für heute. Genau, unter diesen Mülltüten. Das heißt, wenn es regnet, dann regnet es hoffentlich rein. Aber guck mal hier, ich habe hier sogar eine Tür eingebaut. Das habe ich hier hineingeklebt. Das ist richtig geil. Deswegen hoffe ich, dass ich nicht nass werde oder so. Und ich hoffe auch, dass du es auch schaffst, nicht nass zu werden und gemütlich schlafen kannst. Ich bin schon fast in meiner Höhle. Koko, koko. Brrr. Eagle Gang. Danke, ich danke dir für deine ganzen Glückwünsche, denn ja, guck das an. Das ist meine Matratze. Und sie wird sich in meinen Arsch bohren. Naja. Gute Nacht. Sag ich dazu nur. Mein Motto ist, mal sehen, was passiert. Es ist gemütlich. Also ich kann mir eigentlich gar nichts anderes wünschen. Warte. Ja, doch. Also, nie besser geschlafen. Wenn ich jetzt hier noch so mache. Ja, perfekt. Das Klebeband hat den Boden erreicht, denn meine Finger sind voll Butter anscheinend. Das Klebeband hat den Boden erreicht. Das Klebeband liegt am Boden. Mann! Das Klebeband ist am Boden. Ist genau hier runtergefallen und liegt da unten. Und wir können es nicht aufheben, weil es ist gegen die Regel. Das Klebeband liegt am Boden und ich bin nicht fertig mit meiner Plastikhütte. Das ist versifft, das ist scheiße. So, wir haben jetzt 2 Uhr und wir sind jetzt die ersten 4 Stunden drauf. 4 Stunden auf dem Baum ist richtig geil. Aber prüfen, wie es in den nächsten Stunden wird. Ich bin sehr gespannt drauf. Das wird richtig geil sein, glaube ich. Oder vielleicht auch nicht. Ich würde sagen, 4 Stunden auf dem Baum von 36 sind höchstens erstmal nur 40, sind 10, sind ist ein Neuntel. Oh scheiße, ich habe eine Sangria-Packung, die aber leer war, verloren. Ich bin mir nicht ganz sicher, was noch dabei war. Ah, meine Schlappen. Oh nee!
Noch nee. Meine Schuhe, aber das ist eh nicht schlimm, weil hier oben trägt man eh keine Schuhe. Schlappen, eine. Mhm. Da drüben ist der Sangria, da, unter dir. Mhm. Ja. Alles, was runterfällt. Bleibt auch da. Bleibt auch da, außer Kameraequipment. Alles, was mit Kameraequipment und Scheißen zu tun hat, kann aufgehoben werden. Ach so, was jetzt noch ganz wichtig ist für die nächsten Sachen, für die nächste Expedition mit Herrn Naturin und mir, Herrn Dev Goldmann, Herr Baumann, wo sollen wir hin? Ihr dürft es entscheiden. In eine Kanalisation? In ein... Sag du's, Alter. Wo könnte man überall hin? Ihr könnt es entscheiden. Schreib's in die Kommentare. Wie findest du deinen Schlafplatz für heute? Bist du damit zufrieden? Ja, so ziemlich. Ich denke schon. Und bei dir? Wie findest du deinen Schlafplatz? Ich bin am Kacken. Das zieht eh hoch. Wenn ich Scheißen tue, dann belästige ich nur dich. Naja, mein Schlafplatz finde ich okay. So, da oben pennt Herr Goldmann drin. Und ich penne hier drin, unter diesen verklebten Müllsäcken. Und hier in diesen Schlafsack auf dieser Dings hier drauf. Und ich weiß nicht, ob das wirklich hält. Und jeder Windzug bewegt die Bäume. Guten Morgen, wir haben gepennt. Wir haben jetzt, guck mal hier, 11 Uhr. Das heißt, die ersten 13 Stunden sind durch und das hat geklappt. Ich weiß zwar nicht, ob ich hier im Tiefschlaf war, aber es hat auf jeden Fall geklappt, hier zu pennen. Das war richtig geil. Und hier ist Herr Goldmann. Ich bin ein Einhorn, ein Eichhorn. Wie hast du geschlafen? Konntest du schlafen? Ich war richtig beschissen. Also ich konnte halbwegs schlafen. Ja. Aber ich habe mich dann ein bisschen weiter nach vorne gesetzt. Ja, und es ist halt ziemlich hart. Ich habe die ganze Zeit so einen Stachel im Kopf gehabt. Wie hast du den Regen vorhin ausgehalten? Gut, ich habe gar nichts abbekommen. Das ist hier nur auf den Regenschirm gefallen. Das ist super. Ich bin komplett gar nicht nass geworden. Ja. Ich hatte ja diese Mülltüten hier. Hier sieht man noch so ein paar Tropfen von diesem Regen. Ich habe auch nur ganz wenige Tropfen hier auf diesen Schlafsack hier abbekommen. Es hat funktioniert. Es ist gut. Es ist richtig gut. Ich habe schon einen einmal Kacken-Joker gezückt. Ja? Mhm, lustig. War ganz wild, Alter, vom ganzen Wein. Das habe ich tatsächlich gar nicht gemerkt. Du schläfst ja auch, Alter. Aber beim nächsten Mal sollten wir das anders machen, weil es fühlt sich schon falsch an. Also ich hätte am liebsten einfach hier runtergekackt. Wir haben jetzt genau 12 Uhr. Das heißt, wir haben 14 Stunden durch. Wir haben noch nicht mal die Hälfte erreicht. Ganzen Tag, ganze Nacht und morgen früh noch. Boah, ich muss echt sagen, so Verspannung, Kopfschmerzen ist schon ein bisschen am Start und ist auch scheiß kalt. Ich habe hier gar keine Decke richtig. Ja genau, hier 12 Stunden, 7. Oktober, gestern war 6. Oktober. Und gestern habe ich ja um 22 Uhr haben wir gestartet und jetzt ist Samstag 12 Uhr. Inszenier mal, wie du heute Nacht geschlafen hast. Ja. Also ich habe meinen Arsch hier in diese Kuhle reingepresst, dann hier so gegen diesen Baum gelehnt und dann hier einfach auf diesem Ast die Beine so gestreckt und ab und zu habe ich sie auch mal hier hochgelegt, dass mir wieder das Blut in den Kopf läuft. Ja, das war ungefähr und das war meine Aussicht. Und genau, bei mir war das genau so, ich habe mich genau hier so zwischen reingelegt, also da, wo dieser urinfarbige Paracord ist. Und ich habe mich dann einfach so reingelegt. Sieht eigentlich ganz gemütlich aus. War eigentlich ganz gut, war recht gut. Und wo es geregnet hat, da habe ich das hier dann so zu gemacht. Also einen Müllsack, den habe ich hier zusammengeklebt. Also genau. Das hat funktioniert, das hat richtig gut funktioniert sogar. Und heute Morgen, als ich aufgewacht bin, war das so ein bisschen eingerissen und so eine Pfütze lag oben drauf und das
Du hattest auf jeden Fall auf der Plane so eine Pfütze, die so fast bis auf dir drauf war dann. Das war cool. Und hier, guck mal hier. Hier vorne sind Tropfen. Ach du Scheiße. Jetzt habe ich noch mehr Tropfen hier von meinem Sack, von meinem Müllsack hier draufgepackt. Es hat ja ein bisschen geregnet zwischendurch. So, da unten, da liegt meine Bierflasche, den ich gestern ausgetrunken habe. Und meine Weinflasche ist auch leer, also die erste Weinflasche. Und ich werde den jetzt vorsichtig da in diesen Sandhaufen da reinschmeißen. Oder beziehungsweise in diesen Gras. Dass er nicht kaputt geht. Genau. Und keine Sorge, den ganzen Müll werden wir nach dem Selbstversuch wieder mitnehmen. Hinterlasst auf jeden Fall gar keinen Müll bei so einem Selbstversuch. Das ist mir ganz wichtig, sonst verbiete ich euch, so einen Selbstversuch selbst zu machen. Und du herstellst jetzt dir einen Sitz oder sowas? Ich versuche, ja, einfach wie so ein... Mit den Bändern? Ja, dass man hier so ein, weißt du, hier so eine Sitzfläche macht. Aber das klappt irgendwie nicht so richtig. Du musst deinen Kopf einschalten. Ich hole diese Maultaschen und die stopfe ich mir in mein Maul. Willst du auch ein? Jetzt. Ich glaube, Herr Goldmann holt ein bisschen Schlaf nach. Mhm. Auf dem Baum. Meine Latschen sind runtergefallen, mir ist Sangria runtergefallen, mir ist das das Panzerband ist mir runtergefallen. Das darf nicht wieder aufgehoben werden. Ja, das liegt jetzt unten. Ja. Richtig dumm, ich kann hier gar nichts zukleben mit diesen Tüten. Bringt mir überhaupt gar nichts mehr. Ja. Du hast zum Glück noch geklebt. Ja, vorhin hat es geregnet und die Gasse ist jetzt gerade bewölkt. Es kann sein, dass das viel mehr Regen kommt. Ich bin sehr gespannt darauf. Ich hoffe es, damit ich geilere Videoaufnahmen habe. Dass hier ganz viel Regen kommt. Starkregen. Ich will Starkregen haben. Das ist richtig geil. Der Herr Naturin ist eingeschlafen. Der Regen ist vorbei. Und wir haben jetzt einen schönen, fast Sonnenuntergang. Ich sitze jetzt hier mit meinem Fisch und meinem Brötchen. Warte auf den Brudi. Und beobachte die Jäger, die da hinten ihr Unwesen treiben. Guck mal hier. Mein Bruder ist angekommen. Hi. Wie habt ihr geschlafen? Das ging sehr gut klar. Ja, da oben ist der Goldmann. Moin. Und moin. Das Licht sieht man von Weitem schon. Ja. Bei Tageslicht sogar mehr als im Dunkeln. Also gestern im Dunkeln hat man euch eigentlich von Weitem nicht sehen können. Ich glaube, der Jäger hat euch auch nicht gesehen. Der Turins Schlafgemach sieht wirklich irgendwie geil aus, aber auch irgendwie scheiße. Also es sieht unbequem aus, aber es sieht geil gemacht aus irgendwie. So, ja. Wie du da so hängst in der Luft auf dem Ast. Wie so ein Faultier, es ist wirklich geil. Es sieht wirklich mega geil aus. Ich mach mal einen kleinen 360-Grad-Rundgang in den Baum. Aber das ist krass, das wirkt am Tag so ganz anders als bei Nacht. Das sieht doch irgendwie interessant aus, irgendwie so, als ob man das gleich nachmachen wollen würde. Ich hoffe, Naturin kommt mal langsam runter. Noch nicht einmal den Boden berührt, ne? Das ist krass. Mist, ja. Ich war einmal unten. Das ärgert mich, aber ich musste echt dringend. Prost möchte ich mit ihm nicht machen, weil er... Hier gibt's einen Prost. Schon zu viel heute getrunken hatte, aber bei dir gibt's einen Prost. Den ganzen Tag nicht getrunken, um zu warten und um mich klar zu machen wieder. Ja, jetzt sitzen wir hier zu dritt auf diesem Baum, ey. Also zu dritt diese Challenge, boah. Da könnte halt hier liegen, aber dieser Baumstamm ist irgendwie im Weg. Man würde sich gegenseitig anpissen. Man muss halt die ganze Nacht sich so rumrödeln, bis man irgendwann die perfekte Arschkohle gefunden hat. So ist es. Schaut mal hier, wie er hier liegt. Richtig durchgedrückt. Richtig durchgedrückt. Auch im Hirn. Diese ganzen Seile, also diese urinfarbigen Bänder hier, die sind so zur Seite, irgendwie so zur Seite gemacht, genau. So als mein Anus so richtig reingedrückt ist. Also zwischen den Seilen. So, erstmal ein Brot mit Käse essen.
Brot mit Käse ist richtig geil. So, Herr Goldmann, du warst eben gerade schon wieder scheißen. Ja, zweite gewesen. Mal. Er hat geschissen. Mann. Und es fühlt sich falsch an, hier runter zu gehen. Jetzt bin ich wieder in meinem Sitzzimmer. Ja. Jetzt fühlt sich's wieder richtig an. Hier von unten nochmal zu sehen, wie krass Naturin hier durchhängt. Also ich fasse ihn jetzt mal an. Das hier ist ein Rücken. Der hängt richtig krass durch hier. Und hier, guck mal hin, hier sind gar keine Seile mehr. Also der hängt ja wirklich komplett durch. Er weiß, ob er runterfallen wird. Und mein Bruder, der ist da unten. Also da, wo das rote Licht ist. Ja, ich muss das der machen. Der hat uns kurz besucht. Ja. Und der wird gleich wieder nach Hause fahren. Ich muss sagen, ich finde diesen Ort mega geil. Und ich finde es krass, dass ihr das durchzieht. Und ich wünsche euch eine zweite erfolgreiche Nacht. Ich war jetzt auch einmal kurz auf dem Baum drauf und weiß jetzt, wie es in etwa ist. Und mir ist schon nach 15 Minuten der Fuß eingeschlafen und die sind ja einfach 36 Stunden drauf. Also Leute, zieht euch das mal rein. Das ist krass, auf jeden Fall. Ja, ihr müsst alle das Video liken und kommentieren, weil es eine krasse Leistung ist. Ja. Man muss erstmal den Mut haben, auf einem Baum, wo man runterfallen kann, einzuschlafen. Ja. Das finde ich schon ganz krass, aber es geht. Ich konnte hier drauf sehr gut schlafen. Ja, der Baum hat mich halt auch sehr gut umschlungen. Das geht. So, mein Bruder haut ab. Gekrien hauen, wir sehen uns morgen. Bis morgen! Ja. Morgen. Ciao. Ciao. Guck mal, wir haben jetzt 22.17 Uhr. Das heißt, wir haben die ersten 24 Stunden geschafft. Vor den ganzen 36 Stunden. Morgen um 10 Uhr morgens. Dann haben wir das geschafft. Aber jetzt sind hier erstmal die ersten 24 Stunden durch. 24 Stunden auf dem Baum sind abgehakt. Ich bin jetzt schon traurig, dass wir gehen müssen. Ich habe mich gerade emulgiert. Homogenisiert, oder wie man sagt. Eingenistet. Ja, richtig. Die Hochzeit hat begonnen und dann muss ich schon wieder gehen. Schade. Ich habe schon drei Zimmer hier. Sitzzimmer, Schlafzimmer und Balkon. So, es fängt an zu regnen. Und das ist voll scheiße, weil der Schlafsack und sowas wird nass und unsere ganzen Sachen. Das tropft irgendwie hier runter, das ist voll beschissen. Und ja, genau. Ich find's geil, geh mal rüber, der Teil. Und hier. Ein Schuss! Hier sind irgendwie ganz viele Jäger und sowas, die hier rumschießen. Das hören wir die ganze Zeit. Von hier oben sieht's sehr stabil aus. Wie viele Tropfen hast du abbekommen? Ja, da, hier ist eine nasse Stelle vom Schlafsack. Ich glaube, so langsam lutscht sich dein urinfarbenes Hängemattengestell aus, Alter. Ja, auf jeden Fall. In einem Baum zu wohnen, ist das Leben pur. Es regnet hier die ganze Zeit. Und was ich vergessen habe zu filmen, in dieser Unterlegplane, da war eben gerade eine ganz große Pfütze drauf. Und die habe ich dann einmal ausgekippt und ich habe vergessen gehabt, das zu filmen. Genau, die war hier unter meinem Schlafsack. Genau, hier hat sich so eine richtig heftige Pfütze gebildet. Und es scheint so auszusehen, dass hier schon wieder eine Pfütze reinläuft. Weil es will einfach nicht aufzuhören zu regnen. Ich find's geil. Voll versifft und mein Schlafsack ist hier vollkommen klamm und nass das regt mich voll auf. Das ist voll scheiße. Aber wir haben nur noch, 10 Stunden oder so. Oder 9 Stunden vielleicht. Jetzt gerade wird's erst interessant. Ja. Yeah. Die letzten Stunden müssen überlebt werden. Das ist ganz wichtig. Der Regen muss weg. Der Regen muss mehr. Es muss stürmen, damit wir bessere Aufnahmen haben. Ja, wir brauchen viel mehr Blitze und viel mehr Erdbeben. Es langweilt mich im Regen. Und Wölfe und Wildschweine und Elche und sowas brauchen Äffchen, wir auch. Und Äffchen, die unser Wein klauen. Oh, Natur ins Dach ist gerissen. Es ist jetzt 8.24 Uhr, in anderthalb Stunden verlassen wir diesen Baum, dann sind die 36 Stunden voll. Boah,
Ich bin richtig im Arsch drin. Ich habe Kopfschmerzen. Ey, zwei Nächte auf so einem Baum rumzuhängen, ist echt übel. Oh. Boah, es hat nur durchgehend geregnet. Alles ist nass. Socken nass. Schlafsack nass. Das ist nass. Oh, selbst Experiment ist ein voller Erfolg. Oh Gott, Alter. Guten Morgen, geliebter Naturin. Guten Morgen. Boah. Horrornacht des Todes, Junge. Alter. Hier ist alles nass. Der ganze Schlafplatz ist nass. Das ist total runtergekommen alles. Mein Dach ist nass. Digga, war das kalt. Ist auch so gefroren? Tatsächlich habe ich mit Kälte weniger Probleme gehabt, weil der Schlafsack hier gut ist. Aber es ist alles nass. Die Nässe hat mich schon ein bisschen fertig gemacht. Und dass das hier so eingedrückt war, ja, das war richtig beschissen. Ich konnte kaum schlafen. Boah, ging mir genauso, ey. Alle 2, 3, 4, 5 Minuten aufgewacht. Wieder anders positioniert, weil alles drückt, alles nass ist. Oh, Hals, alles komplett verspannt. Oh, Alter, der pure Wahnsinn. Hier, Alter. Oh. Oh. So, eine Stunde haben wir noch. Eine Stunde Endspurt. Vor eine Stunde noch, Alter. Eine Stunde und dann haben wir die 36 Stunden durch. Zwei Nächte auf dem Baum schlafen, Alter. Die erste Nacht ging voll klar, und ja, jetzt gerade die zweite, die war voll richtig beschissen gewesen. Die war so richtig kalt und nass und da kam so viel Regen durch und so. Das ist ja alles nass, weil das ganze Dach hier vorne ist durchnässt und irgendwann ist dieser Dach dann kaputt gegangen auch noch. Ich lag dann nicht mehr unter dem Dach. Nee, dieser Dach, der lag dann direkt auf mir drauf und das hat dann reingeregnet und das hat mich dann noch mehr nass gemacht, weil dann direkt auf mir drauf lag, dieser Dach. Da drüben sind die ersten paar Sonnenstrahlen. Die sind richtig geil. Da sollen unbedingt noch mehr Sonnenstrahlen kommen. Es war die ganze Nacht so richtig kalt gewesen. Und nass, so regnerisch. Ich glaube, du hast so richtig gefroren. Ja. Das ist der Schlafsack, den ich noch aus der Fernpost von damals aus dem Wohnwagen habe. Du hast den auch, dein Bruder hat den auch zufällig, ne? Wir haben alle den gleichen. Und der ist halt super dünn. Ja. Der ist richtig definitiv dünn. Definitiv. Und der bei den Füßen, wenn man ihn zumacht, ist einfach eine Öffnung. Ich frage mich, warum da eine Öffnung ist. So, dann gucken die Füße raus und es ist trotzdem voll kalt. Das ist ein Deckenschlafsack. Ja. Genau, den man als Decke umwandeln kann. Das ist aber nur für den Sommer geeignet. Ja, nicht und für den Herbst für jetzt. Es ist einfach Mitte Oktober so. Ja. Ja, es war schon scheiß kalt. Das stimmt. Aber wer wären wir, wenn wir es nicht durchziehen würden? Ja. Ich war auch kurz davor gewesen, diesen Schlafsack auch mitzunehmen. Aber dann dachte ich, scheiße, das ist ja kein Sommer mehr. Ja, ich habe halt leider nur den. Ja, da habe ich einfach meinen Winterschlafsack genommen, weil mein 3-Jahreszeiten-Schlafsack, also der billige, den wollte ich jetzt am liebsten mitnehmen, aber der passte in die Aldi-Tüte nicht rein, weil der zu fett ist. Deswegen habe ich einfach diesen Schlafsack hier genommen. Boah, ich bin gespannt auf den nächsten Selbstversuch. Baum war schon krass. Hm. Es muss noch krasser werden, aber irgendwie, wenn es jetzt nur noch eine Stunde ist, vermisse ich es schon ein bisschen. Mhm. Dieses Leiden. Ja. Sich selbst zu geißeln hier oben, zu foltern, das ist ja schon ein bisschen Folter. Aber auch wiederum sehr schön. Das ist das beste 36 Stunden Survival-Baum-Experiment auf der ganzen Welt. Der Baum hat mich nass gemacht, ich habe einen Tropf abbekommen. Möchtest du für den Endspurt auch einen Snickers? Ja, sicher, Alter. Die letzten Minuten. Dankeschön, Mann. Es ist Sonntag, 8. Oktober, 10 Grad bewölkt und wir haben jetzt genau 10 Uhr. Juhu. Das heißt, wir haben jetzt die ganzen 36 Stunden geschafft. Freiheit! Geil, Alter! Bock mehr auf den Scheiß, aber es war richtig geil. Herausforderung geschafft. Wir haben 36 Stunden erfolgreich hier auf diesem Baum überlebt. Bei Wind und Wetter. Das war mit Scheißregen und sowas. So, Herr Goldmann ist unten.
Ich bin noch nicht unten. Ich muss erstmal, genau. Ich muss mich dazu vorbereiten, erstmal runterzukommen. Aber du kannst mir schon mal so einen Teil der Sachen hier abnehmen. Ja. Ja, genau. Hier drauf habe ich geschlafen. Und das ist hier alles so richtig eingedrückt. Sieht nach einer wilden Konstruktion aus. Vielleicht hat man es in den Videos gehört. Hier ist so ein Jagdgebiet und hier sind überall diese Jägerhütten und diese Aussichtstürme. Und in der Nacht hat es halt sehr oft geknallt. Hier ist der Baum. Ich habe keinen einzigen Menschen in der Zeit gesehen. Nur Störche, die schreien. Du musst gleich unbedingt das Gefühl beschreiben, wie es ist, wieder Boden unter den Füßen zu haben. Ja. Das fühlt sich super ungewohnt an. Ich bin dankbar für jede ebene Fläche seit den letzten 36 Stunden. Es ist sehr angenehm, dass der Boden eben ist. So, jetzt geht's runter nach so langer Zeit. Ja, jetzt mittlerweile schon 10.19 Uhr. Ich habe 19 Minuten dafür gebraucht, diesen scheiß Seil abzumachen. Und jetzt kann ich endlich runter. Das fühlt sich aber komisch an. Super komisch, ne? Ja. Plötzlich auf so geradem Untergrund zu stehen. Ja. Fühlt sich richtig komisch an. Wie beschreibt das Gefühl, Alter? So unbaumartig. Also man kann überall hingehen, ohne dass man runterfällt, ne? Ja. Das ist echt komisch. Fühlt sich aber leicht schwindelig an, ey. Also ich hätte gar nicht damit gerechnet, dass das passiert. Gar nicht drüber nachgedacht, dass es komisch sein wird, auf den Boden zu kommen. Tja, jetzt müssen wir bis 15 Uhr noch was warten, bis der nächste Bus kommt. Aber erst mal zur Bushaltestelle hinlaufen. Später werden wir wieder eine ganz lange Bahnfahrt haben. Also wir haben, glaube ich, 3 oder 4 Stunden oder so gebraucht, um hierher zu fahren. 3 oder 4 Stunden Zugfahrt, Busfahrt und Laufen noch. Nur um auf einem Baum zu schlafen. Im Baum zu chillen. Im Jagdgebiet. Ja, das hat die ganze Nacht geschossen. Guck mal, da drüben sind Sonnenstrahlen. In diesem Video haben Dave Goldmann und ich 48 Stunden an einem See geschlafen. Mit so einem richtigen Gewitter. Ihr sollt euch das unbedingt geben, weil das war lustig.